Ich hoffe, ihr hattet alle ein schönes Fest. Jetzt sitzt ihr in eurem Nest und wir schauen auf den Rest. Bald ist Silvester da und dann ist die Impfung da. Da auf da reimt sich nicht, das ist das gleiche Wort. You get my point, huh? Hast du vielleicht auch neue Vorsätze? Wenn du in einer Beziehung bist, dann haben wir genau das Richtige für dich. Denn wir haben unser Buch zu Ebra schon rausgebracht. Jetzt zu Silvester. Du kannst gerne da unten den Link auschecken. Amazon, ich glaube 11 Euro kostet es. Es wird deine Beziehung verändern. Es ist wirklich der Hammer. Okay, fangen wir an. Es gibt sehr viele gute Argumente auf beiden Seiten. Darauf möchte ich aber gar nicht so eingehen. Ich möchte dir gerne 3 Punkte nennen. Warum ich denke, dass es nicht der Fall ist. Okay, fangen wir an. Punkt Nummer 1. Wenn du an die Entrückung glaubst, so wie wir das tun, und wir haben dazu auch schon ein Video gemacht, das verlinken wir dir euch auch unten, dann sind wir Christen nicht mehr auf der Erde, wenn der Antichrist auftritt. Weil alle Christen von der Erde verschwinden, bevor diese letzten 7 Jahre anfangen. Also wird das Zeichen des Biestes, also das Zeichen des Teufels, erst dann da sein, wenn alle Christen weg sind. Über dieses Zeichen wird auch oft in der Bibel berichtet. Und ob es jetzt ein klares 666 auf deinem Kopf ist oder auf deiner Hand oder auf deinem Arm oder ob es ein Computerchip ist oder ob es irgendeine Injektion ist, das wissen wir nicht ganz genau. Aber wir können gar nicht entscheiden, ob wir dieses Zeichen annehmen. Also wenn es eine Impfung wäre, könnten wir es nicht entscheiden, weil wir Christen gar nicht mehr auf der Erde sind, wenn dieses Zeichen auf der Erde verteilt wird. Weil wir dann nämlich im Himmel sind und einfach eine gute Zeit mit Jesus haben. Also wir müssen keine Angst davor haben, dass wir irgendwie dazu gezwungen werden, das Zeichen des Biestes auf uns zu nehmen, weil wir sind nicht mehr da. Punkt Nummer 2, das Zeichen des Biestes wird in der Bibel etwas sein, für das sich die Menschen bewusst entscheiden. Und nicht etwas, wo die Menschen irgendwie ausgetrickst, überlistet werden oder von dem sie das gar nicht wissen. In der Bibel steht nämlich in der Offenbarung, nun sah ich mehrere Thronsessel. Auf ihnen nahmen diejenigen Platz, die den Auftrag bekamen, über andere Gericht zu halten. Es waren die Seelen der Menschen, die man enthauptet hatte, weil sie sich treu zu Jesus, zu Gottes Botschaft bekannt hatten. Sie hatten das Tier und seine Statue nicht angebetet. Hatten sein Zeichen nicht auf der Stirn oder auf der Hand getragen. Also man geht davon aus, dass nachdem die Christen entrückt worden sind, diese letzten 7 Jahre anfangen, in der Zeit kannst du dich nochmal bekehren. Und dann kannst du dich gegen dieses Zeichen entscheiden. Dann geht es aber weiter in Offenbarung 20,4. Jetzt wurden sie wieder lebendig und herrschten mit Christus tausende von Jahren. Also die umgebracht wurden, weil sie dieses Zeichen nicht tragen wollten. Es wird also gesagt, dass die Menschen, die das Zeichen des Teufels tragen, Gott aktiv verleugnen und sich also auf die Seite des Antichristen stellen. Wichtig ist hier allerdings, dass der Antichrist sehr wahrscheinlich nicht als böser Teufel, Dämon oder Verbrecher auftritt, sondern er wird die Menschen begeistern und überzeugen, ihm zu folgen. Ein anderer super Bibelvers ist, auf jeden Fall ein anderer guter Bibelvers ist, doch das Tier wurde ergriffen und mit ihm der falsche Prophet. Der hatte im Auftrag des Tieres die Wunder getan und damit alle verführt, die das Zeichen des Tieres angenommen und seine Statue angebetet haben. Offenbarung 19,20. Also die Menschen werden es akzeptieren und überzeugt werden und werden nicht dazu gezwungen, das Zeichen anzunehmen. Es kann natürlich sein, dass du später nicht mehr reisen darfst zum Beispiel. Dazu habe ich am Ende auch noch einen Bibelvers für euch. Aber du kannst zum Beispiel fliehen, du kannst dich verstecken oder unter dem Radar leben. Du wirst aber nicht gezwungen, dieses Zeichen auf dir zu tragen. Oder hier, oder hier, oder hier, oder da drin, oder keine Ahnung, wo das Zeichen ist. Kommen wir zum Punkt Nummer 3, zum letzten Punkt. Kommen wir zur Zeit. Die Bibel sagt, dass bevor das Zeichen auf die Menschen gebrannt wird, der Antichrist öffentlich auftreten muss. Und der Antichrist wird nicht auftreten, bevor eine entscheidende Sache passiert. Und zwar steht in der Bibel, er ist der Feind Gottes und wähnt sich größer als jeder Gott und alles, was heilig verehrt wird. Ja, er wird sich auf den Tempel Gottes setzen und sich selbst als Gott anbeten lassen. 2. Thessalonicher 2,4. Und das ist ein Schlüsselelement. Das heißt, der Antichrist wird ganz klar als Gott auftreten und wird sich als Gott anbeten lassen. Und damit lässt er sich sozusagen als Antichrist identifizieren. Für alle Menschen, die dann noch auf der Erde leben, das solltet ihr spätestens aufwachen, bitte. Kommen wir noch zu einem interessanten Fakt oder zu einer interessanten Bibelstelle am Ende. In der Bibel steht nämlich, das zweite Tier brachte alle dazu, ob groß oder klein, reich oder arm, Herr oder Sklave, auf der rechten oder auf der Stirn, da ein Zeichen zu tragen. Ohne dieses Zeichen kann niemand etwas kaufen oder verkaufen. Das ist blöd, wenn du das Zeichen also nicht hast. Und dieses Zeichen war nichts anderes als der Name des Tieres in Buchstaben geschrieben oder in Zahlen ausgedrückt. Offenbarung 13, 16 bis 17. Das heißt, wenn du dich gegen dieses Zeichen entscheidest, dann wird das echt schwerwiegende Konsequenzen haben. Okay, also ist der Impfstoff das Zeichen des Teufels?
Ziemlich wahrscheinlich nicht, denn der Antichrist hat sich noch nicht öffentlich bekannt. Er sitzt nicht auf dem Thron Gottes, der wahrscheinlich in Jerusalem sein wird. Und er lässt sich nicht anbeten. Außerdem wäre das Ganze freiwillig. Aber du kannst nicht mehr kaufen, deswegen nicht wirklich so freiwillig. Du musst dich halt wirklich klar dagegen entscheiden. Okay, kommen wir zu ein bisschen unserer Meinung. Solltest du dich als Christ impfen lassen oder nicht? Wichtig ist, das sagt uns Gott immer wieder, dass wir verantwortungsvoll sein sollen im Umgang mit Krankheiten und auch mit Impfstoffen. Und genauso wie wir nicht die Spätfolgen von Corona kennen, vor denen einige Leute wirklich sehr waren, genauso wenig kennen wir die Spätfolgen von dem Impfstoff, die mindestens genauso verheerend sein können. Das heißt, wir wissen nicht, was der Impfstoff tatsächlich in 10 oder 20 Jahren, wenn du vielleicht versuchst, Kinder zu zeugen, mit dir gemacht hat. Das wissen wir nicht und das kann auch kein anderer Wissenschaftler definitiv sagen. Das heißt, wenn du gezwungen bist, weil du zum Beispiel im medizinischen Sektor arbeitest, oder im Militär, dann musst du das mit Gott ausmachen, aber Gott wird dich beschützen, wenn du gar keine andere Wahl hast, weil Gott ist immer noch stärker als irgendein blöder Impfstoff da draußen. Wenn du allerdings dich freiwillig entscheiden kannst, okay, lasse ich mir jetzt impfen oder lasse ich mich nicht impfen, dann solltest du das am besten mit Gott klären.